Was hat Sie in den letzten Tagen geschüttelt? Oder wo haben Sie sich geschüttelt in den letzten Wochen? Wo waren Sie angerührt? Mir geht es so, dass ich, wenn ich die Bilder aus Syrien sehe und aus dem Jemen, hungernde Kinder, Eltern, die nichts mehr essen, aber versuchen, ihre Kinder durchzubringen. Über jeder zweite hungert. Und mir dann vorstelle, hier in unseren Orten, die Menschen aus Syrien, die hierher geflohen sind, die Nachrichten bekommen vom Hunger dort und dann sehen, wie fett wir hier leben. Es schüttelt mich, dass wir als Weltgemeinschaft es nicht hinkriegen, einfach in der Geberkonferenz eine Vollfinanzierung der notwendigen Lebensmittel hinzubekommen. Niemand soll hungern in dieser Welt. Und es ist möglich. Gerührt hat mich, dass Wolfgang Schäuble einen Bürgerrat einberufen hat zur Rolle Deutschlands in der Welt. Und das funktioniert nach dem Zukunftsprinzip. Also es kann auch sein, dass Sie angerufen werden und jemand fragt, machen Sie mit beim Bürgerrat. Das sind so Versuche, Bürgerbeteiligung, direkter Demokratie finde ich sehr schön. Und was mich angerührt hat, dass genau dieser Bürgerrat gesagt hat, also wir dürfen nicht auf deutsche Interessen nur gucken bei der Rolle Deutschlands in der Welt und unsere Interessen, wie wir irgendwie an die Rohstoffe rankommen und das Benzin billig bleibt. Und haben gesagt, nee, wir müssen gucken, dass wir eine faire Partnerin und gute Vermittlerin in der EU und auch in der Welt sind und dass wir uns auch für Interessen anderer einsetzen. Und gerade auch die Interessen der nächsten Generationen. Und darin nochmal Nachhaltigkeitsfragen ganz nach vorne gestellt hat und auch die Hungerfrage. Deutschland soll als internationaler Akteur seine Rolle in der Welt wahrnehmen, als jemand, der wirklich dafür kämpft, dass kein Hunger in der Welt ist. Das freut mich und da will ich mit tun. Im Übrigen, selig sind, die Frieden stiften. Bleiben Sie behütet. Shalom.